Heute draußen, heute mal was völlig anderes. Ich spreche aus mir unerfindlichen Gründen über mein ältestes noch existierendes Technik-Gadget, soweit ich mich jetzt zumindest erinnern kann, das ich bis heute noch jeden Tag benutze. Und zwar den iPod Classic. Über den iPod muss ich wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel sagen. Ich vermute, dass jeder zum Teil mal in der Hand hatte oder wahrscheinlich auch sogar irgendwie selbst besessen hat. Ich hatte auch selbst die unterschiedlichsten Varianten. Mein erster war tatsächlich der iPod Photo, falls den noch jemand kennt. Das war meines Wissens der erste mit Farbdisplay. Da konnte man seine Fotos anschauen auf diesem riesengroßen Bildschirm. Ich hatte ganz viele Varianten von dem Shuffle, einfach zum Joggen oder einfach mal so zum Benutzen. Dann konnte man sich immer an die Kleidung klippen. Das war irgendwie schön. Und ich hatte auch den ersten iPod Touch. Und das ist dann auch die Entstehungsgeschichte, wie ich zu diesem hier gekommen bin. Und zwar habe ich mir, als der 2007 angekündigt wurde, habe ich mir direkt den iPod Touch geholt. Ich fand den super und vor allem konnte ich mir ums Verrecken kein iPhone leisten. An dieser Stelle nicht drauf eingehen, dass ich mir wahrscheinlich auch heute kein iPhone leisten kann. Auf jeden Fall hatte ich mir dann den iPod Touch geholt und fand das erstmal total geil. Ja, für damalige Verhältnisse, dieses riesengroße Display, das war schon ziemlich nice. Und wie man das gesteuert hat und wie flüssig das alles war, das hat schon ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Da wurde man auch mal drauf angesprochen. War schon ein schönes Zeit, aber die hat nicht sehr lange angehalten, weil das hatte halt nur 8 GB Speicher. Da passt ja nicht mal die Hälfte von meiner Musik drauf. Da passt ja nicht mal ein Fünftel von meiner Musik drauf. Ich bin dann in der kurzen Zeit sogar hergegangen und habe die Qualität der Songs verschlechtert, einfach damit ich mehr mitnehmen kann. Aber sowas geht natürlich gar nicht. Man hört das ja dann auch irgendwie ab einem gewissen Punkt. Und auch die Akkulaufzeit, die war echt nicht gut, weil so ein Display frisst halt jede Menge Energie. Ich bin dann nach ein paar Tagen ins Geschäft gegangen und habe den umgetauscht und habe dann stattdessen den iPod Classic mitgenommen. Und seitdem, ja, seit 2007, seit über 12 Jahren benutze ich das Teil jetzt und zwar fast jeden Tag. Und mir fällt kein anderes Technik-Gadget ein, nicht mal eine Konsole oder sowas, das ich nach so langer Zeit noch benutze. Und das hat natürlich mehrere Gründe. Und der wichtigste ist wahrscheinlich, das Ding funktioniert halt einfach noch genau wie am ersten Tag. Ja? Und das Bedienkonzept ist einfach von damals bis heute hat sich das einfach, das ist nicht alt geworden. Es funktioniert immer noch super. Dieses Click-Wheel, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das jeder schon mal benutzt hat. Das ist einfach sehr intuitiv. Natürlich ist ein Touchscreen auch intuitiv, da sage ich ja gar nichts gegen. Aber ich würde behaupten, das Click-Wheel ist vielleicht sogar der bessere Weg, um durch lange Listen zu scrollen. Und das ist halt, was man bei Musik meistens hat. Und wenn ich hier ans Ende von einer langen Liste kommen möchte, ja, da hat 80 GB und die sind fast voll, dann bin ich da innerhalb von ein paar Sekunden. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Beschleunigung von diesem Click-Wheel irgendwie so gut ist. Klar, hat ein Touchscreen auch, aber das dauert trotzdem länger. Man muss seine Hand sehr viel mehr bewegen. Das Menü ist total aufgeräumt. Das ist selbsterklärend. Das versteht jeder. Ist bei den meisten Handys auch so. Aber je nach App auch nicht immer so. Und vor allem hat der iPod Classic Knöpfe. Und ich finde, das ist was, was uns ein bisschen verloren gegangen ist. Ich finde, auch heutige moderne Geräte könnten wieder mehr Knöpfe haben, ganz ehrlich. Weil das Ding ist winzig klein, das passt wirklich in jede Hosentasche, im Gegensatz zu meinem Smartphone zum Beispiel. Und ich muss es nicht mal rausnehmen und kann es so bedienen. Ich kann den Song skippen, ich kann irgendwie pausieren, ich kann es dann wieder starten, ich kann sogar die Lautstärke ändern, ohne dass ich hingucken muss. Gut, jetzt könnte natürlich jemand sagen, dafür habe ich meine smarten Kopfhörer. Aber die brauche ich ja nicht. Und vor allem kann ich hier auch meine alten Kopfhörer noch dran machen, weil es gibt einen Headphone-Jack. Klar kann das Handy jetzt natürlich viel mehr als so ein blöder iPod, aber dafür kann der iPod diese eine Sache richtig, richtig gut. Und das ist nun mal Musik organisieren und abspielen. Und wie viel Zeit ich damals reingesteckt habe, ja, in meine Musikbibliothek, das ist wirklich unglaublich. Da darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja, natürlich erstmal alles sortiert nach den Artisten. Die Alben hatten alle ein Cover, ohne Ausnahme. Überhaupt ist das so ein Tick von mir. Ich kann nur ganze Alben haben. Einzelne Songs sind mir hier niemals draufgekommen, ist auch bis heute so. Die Songs wurden bewertet und die allermeisten hatten sogar Lyrics. Und man konnte vor allem auch hergehen und sagen, hey, diese Band ist dieses Genre, aber bei diesem Album nicht, weil sie haben sich halt irgendwie auch weiterentwickelt, deswegen ist es ein anderes Genre. Spotify und was auch immer man benutzt, macht das vollautomatisch. Ich muss da keine Zeit rein investieren. Aber ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da schon was, weil ich bin nicht immer ganz einverstanden mit dem Genre, das da angezeigt wird. Ich würde da vielleicht ein anderes hinschreiben. Und irgendwie ist mir meine Musik, seit ich das halt nicht mehr machen muss, diese Ordnung halten, auch ein bisschen
egaler geworden. Irgendwie war das früher alles ein bisschen, doofes Wort, aber ein bisschen intimer, ein bisschen persönlicher und irgendwie hat das dann auch schon auch Spaß gemacht. Das fehlt mir heute ein bisschen. Dazu muss ich natürlich sagen, dass ich den iPod Classic nicht mehr wirklich jeden Tag im Alltag benutze. Schon jeden Tag, aber ich nehme den nicht groß mit, also selten mal. Was einfach daran liegt, dass es nicht sehr komfortabel ist. Der ist natürlich komfortabel zu bedienen und alles, aber ich höre heute sehr, sehr viele Podcasts und wenn ich jetzt hier neue Sachen draufladen möchte, muss ich halt ein Kabel mit dem Computer verbinden. Und das kann ich mir heute wirklich nicht mehr vorstellen, so doof das klingt. Aber ich denke, ihr wisst selbst, wie das ist. Deswegen habe ich hier tatsächlich den Inhalt seit Jahren nicht aktualisiert. Das ist aber gar nicht schlimm. Ich benutze ihn trotzdem jeden Tag, weil das hier ist unsere Einschlafhilfe. Hier habe ich, ich würde sagen, 50 GB Musik drauf oder so. Wie gesagt, seit Jahren nicht verändert, aber man entdeckt auch einfach alte Sachen mal wieder neu. Das ist auch eine schöne Sache. Und ich habe hier die ganzen Potter-Hörbücher drauf und noch ein paar andere. Bestimmt 160 3-Fragezeichen-Folgen und es reicht. Ja, das ist perfekt, um abends genau das anzumachen. Da gibt es auch keine Notifications, man wird nicht abgelenkt oder irgendwas. Das ist genau das richtige Gerät, um abends noch irgendwas nebenher laufen zu lassen. So, habt ihr denn auch Gadgets zu Hause, die ihr nach 10 Jahren oder mehr noch immer benutzt und findet ihr die immer noch so gut wie damals? Und wenn ja, was ist es eigentlich? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst auch ein Abo da oder ein Like oder ein Dislike, irgendwas. Ich freue mich drüber und würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Könnt noch kurz dazu sagen, wenn ihr dieses Video gesehen habt, haben alle Tests funktioniert, weil ich ja gerade eine neue Schnittsoftware ausprobiere. Ich wage eventuell den Umstieg von Premiere zu Final Cut Pro. Aber ich weiß es noch nicht. Ich werde es jetzt gleich herausfinden. Cheers!